Michael. Nun also, ist es soweit? Du trittst ab, gehst, nimmst deinen Helm und kehrst dieser Bühne, die 16 Jahre lang die deine war, den Rücken. Und noch einmal ziehen all die Augenblicke vorüber, die Erlebnisse, Momente und Momentaufnahmen, die dich und uns über eben diese Zeit verbunden haben. So ein wenig hält man inne und rekapituliert im Geiste. Jahre, das sind 17 Autos, in denen du saßt. Ein Jordan 5 Benetton L Ferrari. 17 Cockpits, aus denen du 115 Mal freie Sicht hattest beim Start. 68 Mal allein von Pole. 17 Monoposti, die du 91 Mal vor allen anderen über die Linie gesteuert hast. Alles längst Rekorde. Doch aus den von uns so geliebten und oft bemühten Statistiken hast du dir nie etwas gemacht. Wenn ich dann irgendwann mal alt in meinem Liegestuhl rumschaukel, dann werde ich vielleicht mal da einen Gedanken dran verschwenden, aber im Moment weniger. Und wir haben alles begleitet, uns mit dir gefreut, mit dir gelitten, dich kritisiert und auch verteidigt. All die Jahre gewartet, bis du kamst, dich oft frühmorgens begrüßt und abends verabschiedet. Interviews mit dir haben wir allermeistens als angenehm und nicht selten mit einem Schmunzeln in Erinnerung. Insofern müssen wir jetzt die Sektorenzeiten auseinanderklappern, präsentieren. Ich fahre für McLaren, ja. Ich fahre für Ferrari. Da wird was hochsterilisiert im Moment, was überhaupt nicht Sache ist. Und du musst zugeben, dass wir dich das eine oder andere Mal durchaus überraschen konnten, oder? Den Wagen kriegen Sie geschenkt und wir wollten nur wissen, ob der dann hier in Kerpen im Museum ausgestellt wird oder was Sie damit machen. Ja, also, ja, der wird natürlich ins Museum kommen, gar keine Frage, aber das ist ja ganz heavy. Da fällt mir jetzt nicht so ein, da bin ich ein bisschen sprachlos, bin ich platt. Ja, das ist spitze. Ich meine. Und das Fahrrad ist auch schon hier, allerdings ist nicht Jan Ulrich drauf. Der Sattel ist eingesessen. Nun ist dein 250. Grand Prix vorüber. Die letzte Schlacht geschlagen und den obersten Podiumsplatz in deinem Leben nimmt nun ganz und gar die Familie ein. Aber ganz ehrlich, du und Ruhestand mit erst 37 Jahren? Bestimmt laufen schon Wetten, wann dir Corinna das erste Mal den Weg aus dem Pferdestall weist, direkt ins nächste Cockpit. Aber das ist wohl nur der Traum derjenigen, die eine Formel 1 ohne dich für undenkbar halten. Dass wir alle dich vermissen, muss an dieser Stelle nicht noch großartig erwähnt werden. In diesem Sinne, weiter Gesundheit und alles Glück dieser Erde. Es war sehr schön. Es hat uns sehr gefreut, deine RTL Sportredaktion.